Hey Leute, na? Alles fresh? Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört. Die Firma Sozialer Punkt. Aus Espagnol. Hat mich gefragt, ob ich nicht ein verficktes Product Placement für ihr sagenhaftes Spiel, was sie mit Liebe, Drachen und Lanz in ihrem Kochtopf der Unendlichkeit gebraut haben. Und ich, kühn wie ich bin, ein Wohltäter, ein Mensch, der nicht davor zurückschreckt, etwas Gutes zu tun, hab mir natürlich gedacht, warum nicht? Warum helfen nicht? PewDiePie und Sammy die Salami nicht mal unseren spanischen Mitbürgern. Vielen Dank. Also meine Freunde, das Spiel, welches ich zeigen soll, heißt Dragonland. In Dragonland helfe ich Kasimir der Fadenzwirbler, dem kleinen Drachen Zwiebelmett und seiner bisexuellen Freundin Pokémon Chan bei ihrem Abenteuer, die Abholzung des Regenwaldes und den Bau von Atomkraftwerken weiter voranzuführen. Ja, also man spielt einen Drachen oder so eine Pflanze oder fucking PewDiePie, warum auch immer, oder ein silberner Typ oder einem verfickten Eiswürfel und muss Münzen, wovon ich schon 200.000 hab, Juwelen, wovon ich 3.000 hab und so Steine einsammeln. Und ihr seht schon, meine Freunde, unser Erzfeind Pablo Langsack, Captain der Arscharmee, versteckt sich vor allem in Level 7. Das lasse ich mir nicht gefallen. Nichts wirst du niemals bekommen. Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Boom. Ja, spielen. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, jetzt hab ich schon ein bisschen das Spiel gespielt. Und ich bin jetzt gerade in Kapitel 2 der Wüste. Und ja, Kapitel 1 war Gras. Smoke weed every day. Yeah. Das war übrigens ein Taschentuch. Den schon rauche ich vor der Aufnahme. Sehe ich aus wie ein schlechtes Vorbild, hä? Sonst wäre es ja kein richtiger Plattformer. Und ich sehe schon, meine Freunde. Das ist ja gar nicht Zwiebelmett. Unser Drachenfreund. Was ist das für ein Kackhaufen? Ja, also das ist halt der zweite Charakter, den man freigeschaltet bekommt. Und der kann Wände hochlaufen. Aber keine Sorge, meine Freunde. Dank modernster Technologie können wir jederzeit mit einem Knopfdruck. Boom. Oh. Anscheinend können wir in dem Level nicht unsere Charakter wechseln. Du kannst dem Schicksal nicht entkommen. Und noch nicht vergessen, unser eigentliches Ziel ist es, Mario Lopez auszuschalten und so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Let's go! Slash! Schild aktiviert! Go! Bandklitter! Slam! Ah. Und Salat MD! Go! Boom! Nice! Ach ja, by the way, in dem Spiel gibt's auch Gegner. Was auch immer die da machen. Weiter geht's! Woo. Zack! Oh. Angreifen aktiviert! Nice! Und Slam! Boom! Woo. Zack! Damn! Boom! Ohoho. Und irgendwie erinnert mich das Spiel ein ganz klein wenig an Spyro dem Drachen, Super Mario Galaxy oder halt im 3D Mario. Nein! Ich rette dich! Suck! Nicht mit mir. Und irgendwie ein bisschen Banjo und Kazooie. Also genau die Spiele, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, weil ich, als ich klein war, eigentlich die ganze Zeit Call of Duty und Tony Hawk gespielt habe. Hallo? Greifen die mich überhaupt an? Ich meine, jetzt mal ehrlich, wir sehen den schon ein bisschen ähnlich. Mutter! Vater! Bruder! Seid ihr es? Kehrt mir nicht den Rücken zu! Ja, wir haben gerade unsere Familie getötet. Hey! Ah, oh shit! So, mein Freundchen! Komm her! Boom! Nein! Komm her! Zack! Bam! Nice! Komm! Wollte eigentlich eine... Nein! Ja, komm. Wollte eigentlich eine Vierer-Kombo machen. Aber so ein gewisses Stück Scheiße. Ja, ich rede mit dir. Einfach heute einen schlechten Tag. Dann habe ich auch einen schlechten Tag. Oh shit. Komm her. Oh, der Kristall war gut. Also es war gerade hier so ein Portal, wo man dann irgendwelche Minispiele machen muss. Und dann bekommt man Crystal Meth. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ein Geschenk. Doch nicht etwa für mich. Malikol Ombus. Dieses Geschenk ist Zeichen meiner Liebe. Salat. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ey, 10 Münzen. Ist ja nicht so, dass ich 200.000 hab. Mir reicht. Ah, jetzt bin ich nicht nass. Ey, und Level geschafft. Gut gemacht. Dankeschön. Oh. Habt ihr mich wohl aus meinem Schönheitsschlaf geweckt? Und oh, was sehen meine entzündeten Augen? Bereit für ein paar Geschenke, hä? Das lasse ich mir nur nicht zweimal sagen! Okay, dann gib mal her! Ey, genau das, was wir gebraucht haben! Mit dem ganzen Zaster! Können wir jetzt in den Shop gehen und zum Beispiel einen Eiswürfel kaufen? Oder einen Drahthaar-Melon? Dragon und... Ja? Das ist ein ziemlich guter Wortwitz! Auf jeden Fall, ich habe mir gerade eigentlich schon Ignis und PewDiePie gekauft. Aber die Aufnahme hat nicht gespeichert. Faces.
By the way, schau doch mal an, was PewDiePie für Augenringe hat. Die Leute wären neidisch. Na, auf jeden Fall, was dieser Ignis kann. Ist das ganze Zeug hier? Sieht doch ganz gut aus. Na, und neben der unglaublichen Kampagne, wo man versucht, Hemdkragen Willi auszuschalten. Ah, dieser Lunke. Gibt's da noch den Multiplayer, den ich noch nicht freigeschaltet habe? Und das schnelle Spiel. Ich glaube, der Multiplayer ist irgendwie sowas wie Mario Kart, nur ohne Karts. Und eigentlich komplett anders. Also man muss irgendwie um die Wette das Level schaffen. Aber bevor ich diesen Schritt wage und das Leben von Zwiebelmet und Pflanze aufs Spiel setze, spiel mir das schnelle Spiel! Das schnelle Spiel ist die härteste Herausforderung in Deadman Wonderland. Komm so weit wie möglich, ohne zu sterben. Wenn du stehen bleibst, erwischt dich der Geist der Weihnacht. Also sei auf der Hut, junger Abenteurer. Es ist Zeit für ein Duell! Ja, also wir müssen halt so weit kommen, ohne zu sterben. Was ohne Scheiß sogar richtig schwer ist. Weil ob man es glaubt oder nicht, das Spiel ist wirklich schwer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Geist... Wenn wir diesen Geist hier berühren, dann sterben wir. Oh. Aber ihr seht schon, meine Freunde. Crystal Light, Tessa Mudge und Dante Scheel. Die Erzfeinde der Nebelnenten und die Erfinder von Brokkoli müssen geschlagen werden. Seitdem ich mir eine Pizza bestellt habe. Ich habe echt richtig Hunger. Hm? Okay. Hey. Mann, meine Pizza ist gerade angekommen. Ich würde sagen, dann wollen wir mal. Nice. Ich werde die Illuminaten schlagen. Los geht's. Slap! Münzen! Nice! Los! Sprung! Sieg! Gefährlich! Nice! Ha! Er riecht an diesem scheiß Dings! Nein, komm schon! Nice! Wir sind an seinen Fersen! Nein! Das hat keiner gesehen! Nice! Nein! Okay! Noch weiter geht! Oh, scheiße! Nein! Boom! Nein! Oh, Mann! Langsam wird's teuer! Wie soll man das schaffen? Gib jetzt keine 160 dafür aus. Oh, aber anscheinend haben wir die geschlagen. Aber ich muss noch besser werden. Los, South PewDiePie. Brofist. Ab durch den Mountain Dew Plus. Nice, nice. Scheiße. Okay. Dante, das wird dein Untergang. Mich besiegst du nie. Das wollen wir doch mal sehen. Ihr merkt schon, meine Freunde, so kann das nicht weitergehen. Ich muss das machen, was für Nebelonien richtig ist. Die geheime Formel von G.G. Anderson. Nein! Doch! Ich muss es tun! Ich spüre eine riesige Macht! Vier Artefakte der Illuminaten. Durch die Macht dieser Strohhalme werde ich sie alle verbinden. Es hat funktioniert. Also wie ihr seht, das schnelle Spiel ist schon echt ein bisschen anspruchsvoll. Wow. Ah, nein. Okay. Oh shit. Nein. Oh shit. Das ist richtig schwer. Du hast mich besiegt, du Arschloch. Hab ich doch gerne gemacht. Okay, also ich denke mal, ich habe so ungefähr den Eindruck, was so der Schwierigkeitsgrad ist bei dem Spiel. Also ich muss mich ungefähr viermal wiederbeleben, dass ich irgendwie 200 Punkte packe, was richtig gut ist. Und meine Freunde, ihr fragt euch sicherlich, was passiert als nächstes, Kali, Kohl und Boost? Eine sehr gute Frage! Als nächstes nehme ich mir den Multiplayer vor. Kämpfe mit Mettwurst gegen Kackhaufen, Pflanze und Wolken-Ding. Aber dafür müssen wir erstmal Episode 2 abschließen. Von House of Cards, ne? Der war scheiße, okay. Und dafür nehmen wir mal Ignis, stimmt. Yes, girl. So. Der Duft des Frühlings. Ey. Oh, in dem Level können wir jetzt endlich mal mit Zwiebelmet spielen. Aber dafür müssen wir ihn erst verbessern. Ey, okay. Get fucking red, boom. Zack, nein. Geschafft. Okay, hier müssen wir jetzt einen Boss bekämpfen, aber dafür brauchen wir mehr Crystal Meth. Jimmy, ich brauche was von dem Zeug. Okay, danke. Hab ich mir nicht gerade. Ich habe mir doch gerade welche gekauft, oder? Okay, anscheinend müssen wir die finden. Nice! Jetzt brauchen wir nur noch einen. Ey, okay. Okay, jetzt, wo wir genug Crystal haben, können wir den Boss Schildkröte mit gelben Haaren besiegen. Ja, dann wollen wir mal. Oh, da ist er. So, du Arschloch. Bleib stehen. Sonst bist du fertig. Wir werden ja sehen. Ich befreie jetzt meinen Freund. So, dann komm mal her. Müssen wir auf dich. Ja, wir müssen auf ihn draufspringen. Ey. Tell me, baby, wow. Can you hear me now? Okay, das war der Boss. Was eine unglaubliche Herausforderung. Ey, okay, so jetzt bekommen wir erstmal ein bisschen Zeug. Multiplayer, guck, jetzt haben wir den Multiplayer freigeschaltet. So, dann gucken wir doch mal, was uns da erwartet. Oh, anscheinend wurde ich Bronze eingerankt.
Bleib stark. Okay, und jetzt können wir hier irgendwie so Rennen fahren, oder? Warten auf Gegner. Puto amo, ella topa. Sind das echte Leute? Los! Zack! Scheiße! Oh, hatte ich mal... Nein! Das ist wirklich ein Wettrennen. Bombe! Ich will das... Nein! Turbo! Mann! Leck mich! Wow! Dankeschön! Könn mich mal! Ich wurde letzter. Antonio Escalante! User 3-1, okay. Sehr, sehr, sehr kreative Namen. Go! Boom! Zack! Warum sind die so schnell? Mein! Oh, Rakete! Boom! Ey! Teleportation! Alles klar! Kann mich auch direkt umbringen, Mann! Mann! Oh, scheiße! Ich könnte Zweiter werden! Los! Oh, go, 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 go! Nein, Mann! Wow! Immerhin Zweiter! Andersons Arsch! Platz 2! Wir sind direkt schon 20.000 Plätze weiter vorne! Warum haben die alle diesen Regenbogentypen? Hab ich irgendwas verpasst? Wir haben auch echt die geilste Connection! Zack! Los! Sterbt alle! Bam! Schild! Oh, abgewehrt! Du Arschloch! Schild! Los! Ich bin Erster! Komm schon! Nein! Los! Oh. Laufdache, lauf. Gewinn ein Multiplayer-Rennen. Ey, geil. Okay, meine Freunde. Ich denke, ihr habt so ungefähr ein Bild von dem Spiel bekommen. Und ja, ich weiß, es ist ein Product Placement. Also ich bekomme tatsächlich Geld dafür, dass ich das spiele. Aber ich finde das Spiel tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das ist halt echt irgendwie mal was anderes als halt der ganze andere Scheiß. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht? Und Jungs, Alter, ihr glaubt nicht, was das für ein Schlamassel war, das Ganze aufzunehmen. Also ihr seht ja, ich hab hier ein iPad, weil mein scheiß 4K-Handy irgendwie eine zu schlechte Auflösung hat. Und man das irgendwie über so Drittprogramm und ich hab da euch auch schon auf Twitter die ganze Zeit genervt. Und ungefähr sind insgesamt irgendwie so 3 Aufnahmen auch verloren gegangen. Also es war echt ein Riesenaufwand, das Ganze aufzunehmen. Wirklich mein Respekt an alle, die so App-Kanäle haben. Weil so ein Touch-Display aufzunehmen, das ist einfach viel zu umständlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr das Spiel downloaden könnt. Und vielleicht seid ihr nicht ganz so scheiße wie ich. In dem Sinne, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao! Wer jetzt stürzt die Aufnahme ab? Mach hin! Guck, Leute, das meine ich.